Was geht Leute von heute, mein Name ist Rabix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video lernt erstmal ein Juggernaut-Franzose das Fliegen und wir legen uns mal wieder mit Griefern an. Ja, ich würde eher sagen, die Jungs waren relativ neu im PvP-Bereich. Ein cooles Outfit ist halt nicht immer alles so, ne? Der eine Typ war sogar ein Paradebeispiel dafür, was er wohl auf dem Boden nicht so gerne gespielt hat. Aber gut, anderes Thema noch. Meine ganzen Intros und Outros werden immer geclaimed. Deswegen gab es das eine Intro auch schon nicht mehr. Dann ging das Outro die ganze Zeit noch. Dachte so, cool, das wird jetzt mal nicht geclaimed. Und jetzt wurde auch das Outro geclaimed. Ja, ich muss mal gucken, was ich da mir jetzt mal an Musik zusammensuche. Bis dahin gibt es halt leider kein Intro und auch kein Outro. Quasi nochmal so komplett im alten Stil. Ja, was soll's. Ist halt so. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß mit dem Video, Leute. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu nackt, würde ich sagen. Da ziehen wir uns erstmal um. Was haben wir denn hier noch? Shining, Taucher, das Stuntpick habe ich tatsächlich noch nie ausgepackt. Naked Puppy. Oh, wir haben ja gar nicht so viel. Hier. Prollpony. Prollpony kennt man aber schon, ne? Ja, Prollpony kennt man schon. Boah, da hinten geht richtig was ab. Da gehen wir mal hin. Aber mit dem Pyro. Nimm mal den Pyro. Mit dem sind wir schnell da. Und mit dem bin ich schon ewig nicht mehr geflogen, tatsächlich. Ah ja. Benoit Lefort. Da hinten geht doch irgendwas ab, ey. Der ist in dem Juggernaut unterwegs. Würde ich ja jetzt mal interessant finden, ob ich den nicht umfliegen kann. Das könnte doch ganz witzig werden, wenn der sich auf einer Straße befindet, die gut zugänglich ist. Könnte ich dem Kurs verteilen? Wir gucken mal. Ich muss sowieso erstmal die Lage checken. Mit dem Pyro werde ich jetzt auch nicht so viele Kills reißen. Was gar nicht so easy ist damit. So, gucken wir mal. Ist der auf der Straße? Ja, sieht ganz so aus. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, das hat funktioniert, würde ich sagen, ne? Der ist ein bisschen geflogen. Oh, der ist immer noch geflogen. Ach, lol. Das war jetzt gut. Der ist jetzt richtig sauer, oder? Der Bruder. Ach komm, schieß mir ein paar Dinger hinterher. Bringt sowieso nichts. Lustig war es, definitiv. Dann schießen die ja alle mit Stinger auf mich. Ja, ist ja gut, Jungs. Ist ja gut. Ihr seid sauer, ich weiß. Willst du noch einen? Oh, schade. Guck mal, der ist vielleicht piss, der Typ. Ach, die maximale Anzahl ist schon erfüllt. Das gibt's ja gar nicht, ey. So, jetzt zeige ich nochmal eben, dass ich das Fahrzeug in der Luft nicht einlagern kann. Muss ich eigentlich gar nicht zeigen. Das geht halt einfach nicht. Das ist total doof. Es geht nur mit dem MC. Ich weiß gar nicht wieso. Das ist so blöd gemacht. Da muss man extra in den MC rein. Ja gut, aber jetzt kann ich mir wenigstens ein anderes Fahrzeug holen. Wenn das halt kaputt ist, ne? Kannst du mal ein bisschen schneller abstürzen oder wie sieht's aus? Wo habe ich dich denn? Ah, okay, da habe ich dich weggeworfen. Habe ich keinen Seabreeze hier drauf? Als ob. Ich habe keine Seabreeze. Das geht ja gar nicht klar. Moment mal. Ja, was nehme ich denn jetzt? Jetzt muss ich kurz überlegen. So, dann spawn mal hier irgendwie, mein Schätzchen. Jawohl, wunderbar. Und dieser Benoit. Was sind denn das eigentlich für Typen, die du da wegfarmt? Das sind alles kleine, ja, habe ich mir schon gedacht. Dann muss ich mir den Benoit holen. Level 7 und der ist Level 138. Ja. Und der ist auch Level 54, ja. Den markieren wir uns doch. Den haben wir nämlich vorhin sowas von zum Mond geschossen. Das wird den freuen. Ich will erstmal wieder gucken, wo der steht. Da, da. Butz. Das könnte jetzt langweilig werden. Vor allen Dingen mit den Bomben. Aber wie gefällt dir das, Bruder? Das macht doch Spaß, oder?
Ah, ja, das ist der Nachteil, ne? Auf dem PC würde ich sie sehen, aber leider tue ich es nicht. Auf der Konsole. Oh, schade. Müssen aufpassen. Schießen halt doch beide auf mich. Hey, die erledigen sich ja auch alle gegenseitig und schießen auch irgendwie auf mich. Das ist voll komisch. Machen die hier einen Friendly Fight oder was ist das? Oh Mist. Der kann ich nicht mehr ausweichen, oder? Yo. Okay, doch. Ich würde gerne in einem MC. Ja, jetzt geht's. Eine Bombe gebe ich dem noch. Oh. Ich war ja schon im Bomben-Mode. Oh, Kacke, der ist schon am Arsch. Na, muss ich doch wieder zurück. So. Und mit dem MC funktioniert das nämlich jetzt. Jetzt kann ich nämlich aussteigen, einlagern und einen neuen holen. Pass mal auf. Zack. Ah, okay, fuck. Es sei denn, ich habe einen Cooldown. Den habe ich natürlich jetzt nicht mehr berücksichtigt. Na, die sind direkt am Wasser. Das wird übel schwer. Schwer heißt nicht, dass es nicht machbar ist. Ich muss halt im richtigen Winkel hochfliegen, ne? Und zwar so, dass ich nicht ins Wasser springe. Das wird ja sehr interessant. Oh, das wird ein Wasserjump. Oh, dreh dich, dreh dich. Ich kann mich nicht mehr drehen. Ne, ich flieg voll ins Wasser, oder? Ja. Oh, oh. Ne. Das ist blöd gelaufen. Ja, das kann. Scramjet kannst du im Gebirge, kannst du es echt vergessen. Ja, drücken wir dem einen Up in Atomizer Kill. Und dann verziehen wir uns wieder. Flieg! Oh. Boing. Okay, das war's. Die sind mir ein bisschen zu low. Ist mir zu langweilig. So, so, so. Ah, da ist schon ein Jet unterwegs. Der sieht auch super freundlich aus, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. Ja, für den, obwohl, warte mal, Pyro. Pyro müsste auch klar gehen. Guck, da peilt er nämlich schon sein nächstes Ziel an. Na, wir gucken mal, mit Pyro müssten wir was machen können. Ich bin gerade sehr Pyro fixiert, tatsächlich, wie man merkt. Ja, ich hatte aber einen Totalausfall. Ja. Ich fasse es nicht, dass der Pinke immer noch auf mich geschossen hat. Ja gut, Level 82. Da kann man eigentlich auch nichts anderes erwarten. Boah, was würde ich drum geben, wenn ich den schon sehen würde? Das kann man auf der Playsee leider absolut vergessen. Zumindest auf der Vierer. Boah, der war eigentlich richtig schön. Tja. Eigentlich, ne? AC Killer. Vom Radar verschwunden. Ja, okay. Natürlich, Off-Raider ist natürlich King, ne? Jetzt würde ich ihn nicht mehr sehen, ey. Denkt er sich denn? Oder ich raff's nicht. Er ist immer noch da unten. Ah ne, da ist er. Perfekt, Bruder. Ah, wollte sich Off-Raider wieder in den Laser reinsetzen. Das ist perfekt. Ist immer dasselbe. Machen wir ihn jetzt noch kaputt. Dann hast du davon auch nichts mehr. Ich sehe halt einfach nichts. Oh, doch, ich habe ihn. La 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 la.
Na, wo ist er denn jetzt? Ich kann ihn nicht sehen. Ah, da ist er. Jetzt sehe ich dich. Butz. Oh, wäre das schön, würde der hier ein bisschen besser spawnen. Und jetzt kommt ein Dreckspike. Ach, herrlich. Ah ja, perfekt. Das sind 4. 5. 6. Sechs Raketen geschossen. Und, oh, rausgesprungen. Natürlich ist er nur gestorben. Der ist schon wieder unterwegs zu seiner nächsten Laser, so wie es aussieht. Naja, perfekt. Oh, Explosniper. Oh Wunder. Ah, okay, das hat mich jetzt rausgehauen. Ist jetzt nicht so geil. Wieder rausgesprungen. Na gut. Muss mich erstmal um deinen Kollegen kümmern hier unten auf dem Boden. Boah. Ganz knapp war das. Explosniper ist natürlich ganz bitter. Oh, 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 oh. Machen wir mal ganz kurz einen ganz anderen Move hier. Jetzt gibt es nämlich den Rooftop Landing Move. Brems, 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 brems. Perfekt. Ja, ja, schieß doch ruhig hoch. Das ist doch kein Problem, Bruder. Ah ja. Hat der schon wieder einen Laser? Okay, das wird jetzt doch ein Problem. Haben wir ihn getroffen eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt hat er den Chimp erledigt. Boah. Hä? War der das gar nicht? Ja, das war der gar nicht. Ah doch, das war ein anderer. Was ist denn hier los jetzt? Wer ist denn das jetzt? Ist der friendly? Sieht so aus. Ich kann jetzt leider den anderen Jet nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Was der will. Oh, und einer hat auch gesessen. Kommt einem Wendekreis wahrscheinlich sogar noch ganz gut hinter mich, hä? Alter. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ah, da ist er. Okay, das könnte doch problematischer werden. Ja, das könnte sogar sehr problematisch werden. Zumal ich auch gleich keinen Boost mehr habe. Da ist der B11 dem Starling doch noch überlegen. Oh shit. Das habe ich reingeschissen. Ja gut, dann ist der B11 dem Starling überlegen. Wenn ich dir jetzt ein Heli gebe, wäre schön. Nein. Na, ich bin natürlich One-Shot gegen den, ne? Ich muss ihm Heli drücken, das ist das Problem. Jawohl. Und jetzt spawnt er wieder irgendwo in Tumbuktu. Das
kann ich mir aber eigentlich noch mal was holen. Nehme ich mir doch mal ein B11. Da war der Starling die falsche Wahl gegen den B11. Ja, B11 ist auch einfach ein Biest, muss man schon dazu sagen, ne? Level 312. Das war jetzt keine kluge Wahl. Du musst dich beeilen, Bruder. Naja, oder so. Ach, der steht da. Das ist der mit der Explosniper. Der wird auch gleich aussteigen. Oder auch nicht, den lasse ich nämlich nicht. Ich sehe ihn nicht. Aber er versucht es wenigstens ganz gut. Er versucht mich zumindest rauszusnipen. Das muss ich ihm lassen. Jo. Die war knapp. Ah ja, okay, jetzt kommt das. Ah, natürlich auf das Bike. Wen wundert's? Und er hat sich doch bestimmt hier wieder irgendwas bestellt. Dann hole ich die Bomben raus. Flieg auf eine gewisse Höhe, damit das Bike mit den Raketen nicht ganz so pain wird. Dann muss ich noch ein bisschen höher fliegen, glaube ich. Ah ja, da unten haben wir den Laser. Da müssen wir kurz runter. Okay, das wird zwar eine Rakete, die ich mir jetzt fress, aber der Laser muss... Och, das gibt's doch nicht, Alter. Dass es jetzt komplett alles zerstört, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt muss ich ganz schnell eine Ungelenkte dahin schießen. Oder so. Der hat auf mich gewartet, nicht schlecht. Ach, verpiss dich. Nein, jetzt sag nicht, das ist ein God-Mode-Laser. Ah, ne, ist es nicht. Oh, hab schon gedacht, das ist jetzt ein God-Mode-Laser. Hä, der versucht's aber nochmal. Ja, mies. Shit, ich brauche nur ein Heady. Und der braucht nur einen One-Shot. Ich brauche die Headshots, er braucht die One-Shots. Da ist der Headshot. Oh, das ist wieder... Im wahrsten Sinne des Wortes ein Rentner. Dein Bike brauchst du auch nicht mehr jetzt. Und wieder Geisterorganisation. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ständig dieses Rumgeghoste. Anders kriegen die Jungs es halt nicht geschissen. Zehner. Ja, das sieht doch schon wieder aus. Blue Mafia. Naja, komm. Wenn er sich in der B11 setzt, habe ich ein Problem. Das wird nicht so easy. Und der Pinke auch noch Ghost. So. Den Fight gerne in die Stadt locken. Weil hier wird es die ganze Zeit nur so ein Vehikelzeug. Ich mache das, glaube ich, auch. Ich locke das in die Stadt. Und dann geht's jetzt mit dem Nightshark raus. Nightshark plus Haftbomben tatsächlich. Und dann hoffen wir doch mal, dass er mich jetzt besuchen kommt. So, Haftbomben habe ich 19. Und wir begeben uns in die City. Der wird safe versuchen, uns zu jagen. Und wir positionieren uns schon mal richtig. Hier ist eigentlich ganz schön, aber mitten in der Stadt hat das noch ein bisschen schwieriger. Da haben tatsächlich auch Profi-Piloten Probleme mit. Und so wie der angeflogen kommt, ja, wird es interessant.
Gucken wir mal, ob er straight von oben kommt oder wie er kommt. Ja, er kommt straight. Ah, ne. Kommt mit dem B11. Ja, B11 ist auch interessant tatsächlich. Ja, wird gar nicht so easy für dich, oder? Boah, der hat gesessen. Der hat aber richtig gesessen. Der müsste jetzt gut qualmen. Ah, wie sieht's aus? Komm, flieg auf mich runter. Der hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, ne? Hey. Oh. Ist jetzt doof gelaufen für dich, ne? Ja, ja. So, und der wird jetzt versuchen, uns mit Auto-Aim irgendwo rauszuballern, oder? Oh, ah, okay, oder er macht so. Putz. So, jetzt könnte ich eigentlich Night Shark Scramjet Action machen. Dann wird es jetzt lustig, es sei denn, der Typ hier nervt mich jetzt. Ah ja, das wird ein Bike. Da muss ich mich beeilen. Oh, ich habe doch schon längst abgebrochen. Shit, 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 shit. Jetzt bin ich auf dem Dach. Ah, Mist. Richtig reingeschissen. Ah, jetzt kommt dann aber ein Bike. Ah ja, aber ist gar nicht so schlecht. Dann können wir die Huffbomben-Action machen. Die ist auch witzig. Das hat nicht so geklappt, wa? Wo bist du jetzt? Oh, nee. Oh, warte, den nehme ich nochmal mit. So. Oh, jetzt habe ich hier ein Problem. Kurz wegschrecken. Und hoch. Und jetzt kurz mal keinen Bock drauf. Gucken wir mal, ob wir den anderen kriegen. Oh. Wo ist der? Kacke. Ne, ich bin tot. Oh Gott. Boah, da kunstvoll ausgewichen, würde ich sagen, ne? Weg da, Jungs. Ich muss Spaß haben. Oh ne, hier ist eine Palme. Und raus. Was macht der hier, mein... Macht er mein Scramjet kaputt? Da war ich jetzt nicht schnell genug. Baba, Bruder. Das ist auch wieder so eine richtige Wurst hier, ey. Hauptsache, die packen ständig die Bikes aus. Komm, greif mich an, Bruder. Alter. Und Geisterorganisation. Oh, den habe ich sogar getroffen. Und tschüss. Das ist jetzt schon das wievielte Mal Geister? Dritte, vierte Mal? Ich weiß es nicht. Ja, komm, Alter. Die machen ständig diese Geisterkacke. Dann sitzen wir das mal kurz ab. Im RC-Bandito. Ist das eigentlich ein Deutscher? Schauen wir mal. Ja, natürlich ist das ein Deutscher.
Ja, gut. Dann würde ich ja fast schon wieder warten, bis er aus seinem Geist da raus ist. Ja, oder er verlässt das Spiel. Das ist natürlich noch besser. Grüße gehen raus an dich, AC-Killer.